Ben hat sein großes Team Plasma-Schloss offenbart und wir stürzen uns auf ihn. Verdammt nochmal, was ist das hier für eine Pokémon-Liga? WTF? Ich weiß okay. nicht, auf jeden Fall ist das Ending echt geil. Oh mein Gott! Alle Weisen, die kannst du von mir aus aussprechen. Ja, sich sein Schicksal fügt, wird fortbestehen. Genau so ist es. Der Tugend folgt die Belohnung, dem Laster die Strafe. Was nützt alles Wissen, wenn die Erfahrung fehlt? Wer einen Fehler begeht und nicht weint und nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noblen leiten die Gerechtigkeit, die Niederen die Habgier. So wie im Himmel nur eine Sonne steht, so reagiert nur ein König das Volk. Hey, chillt, ey! Alstad! Wir werden nicht zulassen, dass unserem König etwas zusteht. In mag ob des Scheiterns des Plans von Jesus vielleicht verzagt. Wir sechs werden dich jedoch vergewaltigen und zur Strecke bringen. Okay. Doch dann. Ach ja! Ihr glaubt wirklich, dass das euch, dass euch der Erfolg beschieden sein wird? Oh mein Gott, Ingo Lenzen. Aber das wusste ich Gott sei Dank schon. In Pokémon White hatte ich eine ganz andere Reaktion, Anmerkung in dem Moment zu sehen. Guck mal rein, ist epic. Das war mega geil. Oh scheiße, liest du mal. Du hast es wirklich geschafft, Domina, bis hierher, nicht schlecht. Aber dabei, bevor sie dich vergewaltigen, werde ich schon einschreien. Da kannst du dich drauf verlassen. Du bist doch Ingo Lenzen, Alter! Scheiße, ich hab gesehen, dass du die meisten Fälle gelöst hast. Ganz recht. Und ich bin nicht allein gekommen. Meine Partner sind auch da. Wir können einem was leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker sind als wie ihr. Wir sind auch noch in der Überzahl. Vermaledeite Arena-Leiter. Als Arena-Leiter können wir doch nicht einfach die Augen davor verschließen, was Team Plasma hier veranstaltet. Ja, außerdem hat die kleine Belle uns doch so nett um Hilfe gebeten. Ich sage nichts. Ich schweige. Das war Arti. Und Geraldine sagt was? So sieht's aus. Wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Träger des Lichtsteins, setze deinen Weg fort. Okay. Ihr haltet uns also nicht auf. Aber was geht hier ab? So irgendwie geil, wenn es jetzt so einen Silph-Turm gäbe mit 1 Milliarde Plasma wieder. Das habe ich in Pokémon White erwartet, dass es jetzt echt so ist, dass hier überall Team Plasma ist und so und die letzten großen Kämpfe kommen, aber leider ist dem nicht so. Nur dummes Geschwafel und diese Frau hier sagt was. Wir von Team Plasma haben die Pokémon, die wir von den Menschen geraubt haben, für unsere Zwecke benutzt. Epic, ne? Die Pokémon können einem wirklich leid tun. Sie können gar nicht anders als zu gehorchen. Ach echt? Sie hinterfragt deinen Befehl. Der große N hat unter Beweis gestellt, dass er sogar stärker als der Champ ist. Viele Trainer sehen zu N auf und dienen ihm freudig. Sie fügen sich den Weisungen von Team Plasma anstandslos. Ja, ich nicht. Ja. Aber endlich mal Rüppel, die was hinterfragen und nicht immer so, ja, ja, Pick, was ist nun los? Geht lang! Ach so. Nur keine Sorge! Du kannst doch in diesem Schloss deine Pokémon heilen und dein... Und einen PC benutzen. Das sagt er mir? Gönne deinen Pokémon als erstes ruhig mal eine kleine Pause in diesem Zimmer dort. Ja. Der große N will schließlich, dass du dort in die Tiefsten des Schlosses vordringst. Ja, man checkt eh nicht, ob die irgendwie gut, ob die uns irgendwie gut oder böse sind. Weil sie sind so böse, aber die helfen uns dauernd. Was zur Hölle seid ihr für welche? Ich bin die Muse des Friedens. Ich spende N Ruhe und Gelassenheit.
Von klein auf lebt N abseits jeglicher menschlicher Fürsorge. Stattdessen waren es die Pokémon in seiner Seite, die sich um ihn kümmerten. Jesus hat dafür gesorgt, dass das Ansehen die Pokémon von bösen Menschen ausgenutzt und unterdrückt und sogar verletzt werden. Anschließend hat er seine Hand aufgelegt und hat sie wieder geheilt. Das sensible N teilt seine Gedanken und kreiste irgendwann zu den Pokémon. Bald darauf beschloss er, vom Wunsch beseelt nach seinen Idealen zu streben. Seine Seele war so verdorben. Doch es gibt nichts, was so schön und furchterregend zugleich ist, wie die Unschuld an sich. Ja, du bist auch ganz unschuldig, ne? Und Jungfrau, ist klar. Und du? Ich bin die Muse der Liebe. Oh, okay. Ich weiß, du bist der Trainer, der N die Stirn bieten will. Ich habe ihn schon oft befriedigt. Ich finde, du hast eine kleine Ruhepause verdient. Mit dir, oder was? Nein, natürlich nicht mit dir. Denn deine Pokémon sind jetzt nur wieder bei Kräften. Wir zwei stehen doch auf Kerle. Ich hoffe, du nimmst deinen Freund doch schön ran im Bett. Der Hans, nee. Denk immer dran, Männer haben sowas ab und zu mal verdient. Sie müssen echt hart schaffen in der Welt. Kannst du es nicht passen? Konnte ich einfach nicht anders, als das zu bejahen. Und N ist auch so einer. Der hat einfach nie Liebe von einer Frau, der wurde immer nur verarscht. Und deswegen... Was soll ich sagen? ...ist er jetzt auf der falschen Seite. Okay. So okay, gehe ich den Weg nicht auch. Du hast ja Domina. Yeah. Und hier? Noch mehr Honks? Dieses Schloss wurde im Geheimen über viele Jahre hinweg unter Ausbeutung der geraubten Pokémon erbaut. Niemand schien davon zu wissen. Ja, klar! Ihr wolltet das Ding dann bauen, dann auch noch unterirdisch. Und davor, ja, klar. Wirklich unmittelbar davor, ist die Villa des Champions. Das ja, geht gar nicht, aber gut. Haben halt 100 Kilometer entfernt einen Tunnel gegraben, dann sich bis dahin hingegraben und so. Fast schon, Materialien immer mit dem Bagger reingeschleppt. Alles verlief nach dem perfekten, groß angelegten Plan von Jesus. Es wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, wie er es schaffen konnte, die Menschen so geschickt zu lenken und zu beeinflussen. Naja, er ist Jesus. Ja, eben. Der beeinflusst die Menschen jetzt schon... noch 2000 Jahre später. Also. Ja, der konnte das schon immer. Die Wiedergeborene. So, und hier... Wow, Schaltzentrale oder was? Mittlerweile sind wir sogar in der Lage, in das PC-Lagerungssystem einzudringen. Echt? Unser König muss nur den Befehl geben, schon rauben wir die Pokémon aus den Boxen und geben ihnen die Freiheit. Na Gott sei Dank habe ich keinen auf der Box. Hehe. Da staunst du wohl, kleiner Streuner. Dieses Schloss ist das Ergebnis aller Mühen und Anstrengungen von Team Plasma. Oder besser gesagt der wissenschaftlichen Errungenschaften von Jesus. Das ist aber mal ein guter Plan, finde ich. Einfach Boxen einhacken und alle Pokémon freilassen. Der Plan ist irgendwie episch. Zumindest das, mal durchdacht. Das macht wenigstens mal Sinn, ja. Es war meine Aufgabe, den Menschen ihre Pokémon wegzunehmen. Zu diesem Zweck sind mir von N Pokémon zugeteilt worden, mit denen zusammen ich diese Aufgabe erfüllt habe. Das Schlimme ist, ich soll sie jetzt wieder abgeben, aber das bricht mir das Herz. Kann es etwa sein, dass ich mich eigentlich gar nicht dazu eigne, Mitglied von Team Plasma zu sein? Ja, dann aussteigen. Gibt schon ein paar Leute, die sich dagegen sträuben, ein Top-Beleber. Ja, die werden dann wahrscheinlich umgebracht, wenn sie aussteigen. Glaube ich auch, ja. Die Leichen werden alle in so eine Grube geschmissen und dann... Ach nee, das war was anderes. Die werden freigelassen. Na, du? Dieses Pokémon hat mich richtig in sein Herz geschlossen. Dabei sehe ich ihm nichts weiter als sein... sehe ich in ihm nichts weiter als sein Werkzeug. Ein Mittel zum Zweck! Das wird einer verstehen. Der redet ja schon von Team Rocket. Ich dachte, die lieben die Pokémon. Ich brauche keine Items mehr, um Pokémon einzufangen. Das ist einfach meine Peitsche. Brauche ich aber auch nicht. Überall. Möchtest du dich zur Pokémon-Liga begeben, hä? Nein, mit dem könnt ihr euch zurückwarpen zum Eingang der Pokémon-Liga. Ist nicht nötig. Ich weiß noch, wie wir uns ein Byte-WTF dachten, wenn wir dann dachten, wir müssen alles nochmal machen. Wow. Ob N der ideale Held ist, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Und wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt in deinen Menschen und Pokémon... koexistieren also. ...wirklich beschützen willst. Danke.
Ich dachte hier nämlich, ich habe nämlich nur WTF von meinen Augen gesehen. Gut dünken. Das ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Gut dünken. Ja, und im letzten Part hatten wir doch auch irgendein neues Wort, aber egal. Mich lässt dieser Raum eher kalt, aber vielleicht ist es bei dir ja anders. Gut dünkt. Ich geh mal gucken. Ich schau mal, ob der gut gedüngt ist. What the hell? Ein Spielzeugtraum. Paper Mario! So sieht's aus. Oder Mario Party. Ein Sonderbonbon. Yay, Skaten! Ich stell mir gerade vor, wie N das Spiel voll abgeht. Alle Kinder spielen mit Wii oder Xbox 360. Sogar in den Pokémon-Spielen, da steht ja immer eine Wii und so in den Zimmern von denen, aber. Ja. Es spielt immer mit Bauklötzen. Mann, ey. Top Genesung! Und der einzige, der in dem Zimmer ist, ist der hier. An anderen weit entfernten Orten zogen Team Galactic und Team Rocket seinerzeit zu viel Aufmerksamkeit auf sich und hatten deshalb viele Probleme. Ja, ihr doch auch, Mann. Ja, nee, ihr baut nur ein Schloss, stürmt die Pokémon-Liga, mit alle Pokémon frei, da ist ein Schild, so waren sie immer noch keine. Ja. Versucht man den Menschen ihre Pokémon Gewalt zu nehmen, werden sie sich nur widersetzen. Manipuliert man sie hingegen geschickt, schenken sie den Pokémon aus sich heraus die Freiheit. Ach, gestern, heute und morgen. Trainer, die ihre Pokémon gestern noch geliebt haben, werden dies auch morgen noch tun. Und nicht wirklich, schenken ihnen heute die Freiheit. Okay, zu viel interpretiert. Und morgen werden weitere Trainer ihrem Beispiel folgen. Oh nein, das werden wir verhindern. Check ich jetzt nicht, wie sie das meinen. Ja, die sind doch jetzt am Ziel. Die ganzen Menschen sind beeinflusst. Das haben wir doch in der letzten Arena-Stadt gesehen, dass sie sich gefragt haben, ist das jetzt richtig oder nicht? Muss ich meine Pokémon freilisten? Und scheinbar sind sie jetzt wirklich am Ziel. Ist da noch was? Nein. Also Jesus ist halt echt abgegangen und hat alle umgestimmt. Und da ist er auch schon, Jesus! Du. Eckfräulein. Willkommen, Trägerin der Brüste des Lichtsteins. Dieses Schloss, das so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Veränderungen Issues. Der König dieses Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer Issues. Stärker noch als der Champ. Gut, er ist ein Hartzieher, aber trotzdem. Tief in seiner Brust liegt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Wenn man ihn nicht als Held bezeichnen kann, wen dann? Nun, ist alles vorbereitet. Wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. So kann die Welt, die ich mir... Nein, die Team Plasma sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns ganz allein. Und alle diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen und sie lecken. Endlich. Lang genug hat es gedauert. All die Zeit der Geheimhaltung, der Angst, der Plan gedauert. Damit ist es nun vorbei. So, vorwärts. Wir werden jetzt überprüfen, ob auch du das Zeug zum Held hast. Du kämpfst also nicht gegen mich? Nein, das ist voll der Mumpenschiss, so. Der scheint wirklich nur Schiss zu haben. Gut, dann eben gegen den König. N. Ich träume von einer Welt, in der es nur noch Pokémon gibt. Eine Welt, in der die Pokémon vom Joch der menschlichen Unterdrückung befreit sind. Und ihre ursprünglichen Kräfte wiedererlangt haben. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Ich bin zu allem bereit. Auch wenn meine Pokémon-Freunde bald verletzt werden. Ich glaube fest an meinen Sieg. Und werde alles dafür tun, ihn herbeizuführen. Ich nehme an, du bist gut gewappnet. Immerhin hast du es ja bis hierher geschafft. Ja, dank deiner Hilfe. Wenn dem so ist, dann komm und zeig mir, wie sehr du wirklich Gewicht gewinnst. Willst du auf den Sack, ja? Okay. Ohne Schuss! Er hat uns die ganze Zeit geholfen, jetzt labert er.
Das ist halt ein Arschloch. Du bist hier, weil du deine Entscheidung zwischen uns beiden herbeiführen willst. Aber Reshiram reagiert nicht. Kann es sein, dass es dich noch nicht als Helden akzeptiert? Das sind halt nur Männer. Ich eher weniger. Was für eine herbe Enttäuschung. Dabei hatte ich bereits ein klein wenig Gefallen an dir gefunden. Okay. Und deinen Titel und deinem Arsch. Aber in all unseren Kämpfen hatte ich bei dir bisher immer das Gefühl, dass du ein Trainer seist, der seine Pokémon mit Respekt behandelt. Also, was willst du denn? Nein. Da habe ich mich wohl getäuscht. Es war also doch nur ein Anmärchen, dass sich zwei gegeneinander kämpfende Trainer gut verstehen können. Why that? Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von deiner eigenen Wirklichkeit und dabei glorreich untergehen. Oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich in einer neuen Welt erfreuen, in der die Pokémon befreit vom Joch der Menschen in Frieden leben. Ha, komm zu mir, Sekro. Da kommt es dann wohl. Okay. Ich glaube, mal kam Reshiram anders angeflogen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott. Ja. Das ist Zekrom. Es sieht irgendwie stärker aus wie Reshiram damals. Furchteinflößender. Mhm. Jetzt kommt Dragon Ball. Ja, so Energiewellen schießen ums Land. Das ist meine volle Kraft. Spüre sie. Und Scheiße, haben die, glaube ich, echt abgeschaut. Ja. Grüß dich. Wie geht's? Jetzt müssen wir einen Scouter anwerfen. In meinem Beutel bewegt sich etwas, der Lichtstein. Was ist das in meiner Handtasche? Da, das ist dein Lichtstein. Und Reshiram, es. Da kommt es wohl endlich raus. Der Lichtstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld und da! Er lässt die Energie entweichen. Oh my goodness. Wow. Ah. Junge, Junge, Junge. Sieht aus wie ein Ding, die da war. Es erscheint. Schaut ein bisschen aus wie Lugia gerade. Irgendwie schon. Na, hat die Party ohne mich angefangen? Wo sind die alle hin? N und so. Gerade standen sie noch da. Ja, die haben jetzt erstmal Schiss. Denkst du sich, what the hell? Wow. Jetzt geht's aber ab hier.
Schaut aber geil aus. Super Saiyajin. Ja, der andere hat halt nur Kraft aufgeladen. Der macht ja gleich Super Saiyajin. Ah, ja, die Kraft, ja. Ich kann sie spüren, sie durchdringt meinen Körper. Ja. Na? Bist du der Typ, der mich gerufen hat? Nein, geht's so. Ziemlich gut. Sekko und Reshiram. Sie waren ursprünglich eins. So wie Piccolo und Gott. Ein einzelnes Pokémon. Die zwei Seiten einer Medaille. Beide trennen sich nur dann auf dem Plan, wenn sie von einem Menschen einen wahren Helden sehen. Jetzt verstehe ich. Genau das trifft also auf dich zu. Ich werde dir jetzt verraten, was dieses Pokémon zu tun ist. Ich möchte mit dir kämpfen. Gewinne meine Freundschaft. Du siehst nice aus und tight. Du hast eine weite Reise hinter dir. Doch es möchte sich vergewissern, ob du tatsächlich so nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst, wie es scheint. Und ich würde außerdem nur zu gern wissen, wie stark du wirklich bist. Also schnapp dir Reshiram. Er soll sich dir anschließen. Wehe nicht. Fangen wir unser legendäres Drachenfeuer-Pokémon. Mit Arjen. Ja. Wir haben ihn nach vorne getan, weil er... Das Ding ist natürlich Drachefeuer. Ich kann nicht glauben, dass es so lange gedauert hat. Also wenn ich mal Drache Feuer sieht, 5 Generationen, obwohl es das naheliegendste ist. Und diese Feuer hat Arjen eine Mega-Resistenz. Also wir okay. Gleich mal schon mal im richtigen Bereich. Und versuchen es nun, wenn... Ich weiß nicht, der Hintergrund ist so dunkel. Soll ich einen Finsterball probieren? Der Finsterball dürfte schon klappen. Also es ist in dem Raum nicht dunkel. Nacht ist es auch... Ja, aber Nacht ist es auf jeden Fall. Stimmt. Ja? Ja, N1. N1? Perfekt. Wonderful. Alter, hat er irgendwie eine hohe Fangrate oder was soll der Scheiß hier? Nee, der hat eigentlich 3. Was? Ja, aber geschwächt mit... einem epischen Finsterball? Ja, aber das ist doch schon? Ja, das ist doch trotzdem ja, wobei, Kyurem haben wir auch beim dritten Versuch gehabt, oder? Nee, ich glaube, das hat ein bisschen länger gedauert. Auch nicht allzu länger. Ja, okay, auf jeden Fall haben wir hier gerade richtig, richtig Glück und nein, ich gebe ihm diesmal keinen Namen. Echt? Ja doch, ins Team möchte ich ihn schon nehmen. Wen möchte ich in meinen, wen möchte ich ablegen? Meinen Schallkopf möchte ich ablegen. Ich habe mich übrigens geirrt, die Fangrate ist doch extrem hoch bei ihm. Sorry für die falsche Meldung. Ja, gut, dann ist es auch. Wie viel ist es denn? 45. Ja, gut, dann kein Wunder, dass wir ihn gefangen haben. Yes, ich glaube genauso hoch wie die von Dialga. N spricht wieder. Ah. Ja, die heldenhafte Stärke. Und will dir, der du nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst. Einen Kampf zur Seite stehen. Nice Titten. Ist ja nicht gerade ehrenhaft, einen Kampf gegen deine angeschlagenen Pokémon zu gewinnen. Angeschlagen? Ja, wenn du meinst. Was findest du, was er macht? Ich sehe die Zukunft. Ich sehe sie ganz deutlich vor Augen. Ich werde ganz bestimmt gewinnen. Kann sein, aber erst im nächsten Part.